Tja, es läuft bekloppt. Klassisches Häufchen-Gameplay. Wir sind im Krieg mit der gesamten Welt, obwohl ich nur Kolumbien den Krieg erklärt habe. Ja. Willkommen zurück zu Häufchen. Was haben wir sonst noch festgestellt? Letzte Folge, wir werden die große Depression niemals entfernen können als USA. Aber dadurch, dass ich meine Häfen jetzt hier gebaut habe, können wir zumindest die Briten zurück ins Meer kegeln, wenn es dann soweit ist. Das Einzige, was wir jetzt kurz machen. Ein paar extra Divisionen dahin schicken mit der zweiten Armee. Und jetzt machen wir erstmal unser eigenes Bündnis. So. Interessant. Mutig. Warum kenne ich die Musik von Crusader Kings 3? Die Musik gibt es auch in Crusader Kings 3, oder? Täuscht mich das gerade. Ich wieder auf irgendeinem Trip. Habe ich irgendwas geraucht? Von dem ich noch nichts mitbekommen haben sollte? Who knows? Ecuador hat kapituliert. Ecuador ist auch nicht mehr unter uns. Mhm. Brasilien liegt im Krieg mit allen. Wir liegen im Krieg mit allen. It's classic Hoi 4 Gameplay, friends. It's classic Hoi 4 Gameplay. Verluste auf unserer Seite 1k. Verluste zugefügt, irrelevant, nicht zu sehen. Genug. 14.000. 14er KD. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen wachsen. Weil die natürlich nicht durchkommen. Das könnte man einfach akzeptieren und hinnehmen, wie es ist. Oder man greift einfach den ganzen Tag an und verreckt. Das größte Problem sind die politischen Machtkosten. Ich könnte natürlich, ihr wisst, ich bin gewieft in dem Spiel. Ich könnte das natürlich umgehen. Aber wir nehmen es, wie es ist. Meine Güte, wir nehmen es wie echte Krabben. Wir akzeptieren unser Schicksal. Ich habe gerade Warplane Scarlet Garnele gelesen. Ja, kein Spaß. Das ist nur leider irrelevant, weil Venezuela im Krieg mit uns liegt. Deswegen können wir jetzt als nächstes dann so rein theoretisch noch das hier dann machen, wenn es soweit ist. So, Fortschritte gibt es jetzt hier natürlich auch langsam. Artillerie machen wir auch weiter. Alles, wo irgendwie forschungstechnisch auf dem neuesten Stand ist und wichtig für uns, ziehen wir jetzt weiter durch. Und machen jetzt weiter mit der Navy. Vanguard Kiele. Was ist mit Vanguard Kiele? Die gibt es doch gar nicht. Was wollten die von mir? Ich habe es nicht gelesen, habe wieder zu schnell weggeklickt. So, wir sind jetzt ein Bündnis. Wir sind alle eins. Apropos, wir sind alle eins. Ist das? Ja, das sind Kerngebiete. Also ja. ich sollte gucken, dass wir hier ein paar Divisionen zur Gebietsverteidigung abstellen trotzdem. So, die sind jetzt mit dabei. Das heißt, wir starten jetzt mal Operation Glatzköpfiger Teetrinker. Und befreien Nordamerika vom Einfluss britischer Tyrannen. Und Fred Walker wird ohne zugehörige Armeegruppe die Aufgabe bekommen. Ja. Die Aufgabe bekommen, hier das Ganze in den Philippinen zu verteidigen. Nee, Alter. Krabbe. Scheiße. Oh, das hat bestimmt mehr Power gekostet. Ja, unnötig gewesen. Ach, war das retarded. Warum habe ich das gemacht? Why did I do that? I don't know.
Ich will übrigens gar keine Carrier mehr bauen. Verpiss euch mal mit den Carriern. Haben wir keine schweren Schlachtschiffe? Escort Cruiser. Und, Destroyer mit. Wir haben halt dann doch wirklich eine. Hä? Haben wirklich eine sehr, sehr kleine. Werftarmada. Bauen wir uns mal ein paar dazu für die Briten halt. Weil ich nicht weiß, ob und wie wir da nochmal Verbündete bekommen auf dem Festland. Aber ich finde es schade. Ich finde es auch echt, echt komisch, dass wir die. Dass wir die Abzüge nicht wegbekommen. Auch, dass wir unten nirgends irgendwas machen können. Wir machen dann einfach, oder wir machen einfach nichts mehr. Ich glaube, wir machen nichts mehr mit politischer Macht. Ich glaube, wir sind durch mit allem Wichtigen erstmal. Betonung auf erstmal. Wie schaut es hier oben aus? Sehr schön. Tschüssi, Britannia. Offensive werden wir natürlich noch weiter fortführen. Dieses Mal wirklich nur die Offensive hier oben. Spanien hat Italien den Krieg erklärt. The People's Republic of Spain. Hä, wieso sind die denn später im Krieg mit Portugal oder immer noch? Oh, Portugal ist strong. Also es ist jetzt in der Zwischenzeit so, dass wirklich jeder mit jedem im Krieg liegt. Japan hält sich noch neutral. Ist jetzt ein Pakt von Rom mit drin. Werden hart auf die Fresse bekommen. Ich hoffe, dass die uns nichts tun. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir in Europa landen sollen. So, hier haben wir schon unsere Truppen auf alle Fälle mal abgestellt. Sicher ist sicher. Wir werden nicht alles verteidigen können. Okay, hier haben wir gewonnen. Nicht-Angriffspakt hier und Nicht-Angriffspakt da. Nehmen wir beides, gerne an. Dann machen wir weiter mit Infanterie. Angriff. Ja, machen wir das mit rein. Einfach, dass wir auch unsere Fertigkeiten besser nutzen können. Und werden auch jetzt hier vor allem Chrom mit pushen, weil Chrom wird sehr, sehr wichtig noch für uns. Gummi rein theoretisch auch. Immer noch 60 Fabriken. Also wir könnten wahrscheinlich so bei 30 Fabriken liegen. Könnten nochmal zwei komplette Bauten gleichzeitig extra haben. Aber das Spiel so... Nein, 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 nein. Entschuldigung. Sorry. Mir ist gerade ein bisschen durchgegangen. Verzeiht mir. So, Improved Small Airframes. Genau, die bauen wir jetzt mal. 2 Jahre bis zum nächsten, das passt schon. Da haben wir einmal Fighter, Corsair Support Bomber. Okay, die passen an sich. Ah, oder auch nicht. Da war ja was. Krab hat was vergessen. Dim, dim, dim. Oh, Australien, hi. Interessant auf alle Fälle. Warum trainiert denn ihr eigentlich noch, ihr Clowns? So, geht mal dahin. Kümmert euch mal darum. Wie lange ihr dafür braucht, ist mir relativ wurscht. Brasilien macht Druck, aber hat halt einen Zwei-Seiten-Krieg am Arsch. Da viel Spaß. Warbonds, ja, minus 20%. Jetzt können wir mal sehen, was wir hätten. 48. 48 und das entfernt ja noch nicht mal die gesamte Dings, ne? Das sind immer noch 30. Also wie gesagt, wir werden so irgendwo bei 30 Fabriken wahrscheinlich. Man ist jetzt nochmal eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen... Also so ist, kann ich schon sagen. Dann war der Panama-Kanal. Ja, juckt mich aber auch noch. Ist mir relativ wurscht. Aktuell bin ich nicht im Kämpfen. Am Kämpfen in Europa, deswegen ist mir das erstmal wurscht. Mir kommt auch jetzt erst, dass sie ein bisschen die Divisionsgrößen und die Größen der Generäle geändert haben, ne? Der kleine Junge, die können alle maximal 20 haben und Garrison Area maximal 60. Geht ihr noch da oben hin oder habt ihr ja so keinen Bock, was ist da die Sache?
Danke. Und dann bereiten wir eine Naval Invasion vor. Müsste eigentlich funktionieren. Also ich glaube nicht, dass sie da jetzt irgendwie große Truppen dann versteckt haben. Wenn doch, würde es mich überraschen, ehrlich gesagt. Als nächstes brauchen wir jetzt halt eben einen Chief of Air Force. Den können wir gleich einstellen. Dann nehmen wir den Air Reformer. Der gibt uns nämlich das meiste an Air Experience. Und wir brauchen ja Minimum 20 für unsere ersten Flieger. Und auch da wird es eine Weile dauern, bis wir da wirklich dahin kommen, wo ich gerne wäre. Und es ist halt ein Nachteil für uns, dass wir mehr bauen müssen. Ich hab doch... Ach, lol. Stimmt. I'm retarded. Sorry. Ich hab vergessen. Ich bin echt dumm. Ich hab das echt vergessen. So, Subject May Rise. Wer denn? Kanada. Warum denn? Die machen doch überhaupt nichts. Was haben die denn gemacht, dass die jetzt auf einmal hier ihre Autonomie erhöhen können? Ha? Was erlauben US Kanada? Pappardelle, Mozzarella, Fettuccine. Currywurst. Eine Scheiße, Dreck, ey. Naja, egal. Schaut es in Europa aus. Oh, Spanien hat wirklich gewonnen gegen Portugal. Und liegt natürlich... Ja, interessant, ne? Interessant. Die Briten... Ja, es sieht so aus, als ob das ein... Ich weiß nicht, das... Ich glaube, dass da auch Deutschland noch eine wichtige Rolle spielen wird. Mitteleuropa generell wird noch eine wichtige Rolle spielen in diesem Gesamtszenario hier. Ist einfach mal meine Vermutung. Während ich einfach weiter Kerngebiete gründe. Und wir jetzt den Homeland Defense Set Extensive Conscription. Nee, das wollen wir eigentlich nicht. Nö. Nö, das wollen wir nicht. Ist nicht notwendig. Alles cool. Waffen verbessern. Das wollen wir. Und Jäger bauen, das wollen wir auch. Und zwar den hier, die P39 Era Cobra. Komischer Name. So, und dafür braucht man natürlich auch Gummi. Die Produktion der anderen fahren wir alles mal. Vor allem Artillerie habe ich ja viel zu viel, Alter. Und Gummi haben wir überhaupt nichts. Oder noch nicht genug. Jetzt schauen wir mal. Ist okay. Krabbe ganz ruhig, ganz cool bleiben. Alles kann gut werden, vielleicht. Irgendwann mal. So, du gehst damit hin. Naval Invasion Preparation ist ja an sich durch. Hier schließt euch mal nochmal kurz zusammen. Admiral natürlich mit reinstecken. Dann einmal hier an den Hafen. Labrador! Wuff, wuff. Okay, die haben Division da. Das ist scheiße. Okay, kacke. Okay, schlecht. Die verteidigen da den Hafen. Das Problem ist, wenn die Invasion dann halt scheitert, dann schaust du halt blöd aus der Wäsche, ne? Dann verlierst du die Division und ich sag mal, ich möchte ungern Division verlieren und wir haben auch keinen direkten Close Air Support, den wir nutzen könnten. Wo sind die mobilen Häfen? Wo war die Forschung? Hier, da. Floating Harbors. Dann machen wir. Wir gehen auf Nummer sicher. Wie gesagt, der Zug ist abgefahren. Die Lok ist ausgeraucht. Da ist jetzt kein Bedarf, dass wir uns jetzt hier irgendwie panisch irgendwo hinschmeißen und schnell versuchen, mit aller Gewalt was zu erobern. Das ist überhaupt nicht notwendig. Japan hat die Fraktion der Römer übernommen. Wundert jetzt auch keinen. Die Römerfraktion ist Müll.
Garnisonsbedarf, ja, wächst, sinkt 21.000, das ist gar nichts, 160 Millionen Kernbevölkerung. Mit 2,5%. Langt. Wie gesagt, wenn alle Dämme brechen, könnte man trotzdem noch drüber nachdenken, dass man auf Messersold geht. Wenn das notwendig werden würde, wovon ich jetzt einfach mal nicht ausrufe, was ich einfach mal hoffe, dass es nicht passiert, sagen wir es mal so. Aber wenn es notwendig werden würde, könnte man es machen. Ansonsten sind die Divisionen 24er CW, das passt. Also ich lasse die jetzt erstmal so. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal die Forschung weiter vorantreiben in der Richtung. Dann werden wir den Free Trade Cancel mit Exportfokus oder mit Limited Exports, das ist die Frage. Wir machen erstmal Exportfokus, weil das, ja, ich hätte vielleicht trotzdem Limited Exports machen sollen, egal. Aber es gibt uns halt auch nochmal Fabriken, wenn einer was von uns kauft. Das Problem ist nur, die meisten hassen uns, deswegen ist es gar nicht so einfach mit dem was kaufen. So, 5 Divisions gehen zu ihm mit hin. Jetzt packen wir zu dir mit dazu. Unter Holland Smith! Der Typ schaut aus wie so eine Karikatur aus unserer heutigen Zeit. Okay, noch mehr Konstruktionsgeschwindigkeit. Dann sind wir dann bei 68, haben wir jetzt ein bisschen was verloren. Durch den Wechsel der Bauvorschriften, durch den Wechsel des Handels. Und dann kommen auch nochmal 3, 6, 9 von den synthetischen Nafarinen, geben uns dann insgesamt 36 Gummi. Das ist nicht genug, glaube ich, ne? Wir brauchen mehr Gummi. Handel können wir nämlich ausschließen, dadurch, dass wir mit allen wichtigen Nationen im Krieg liegen. Aber krass. Ah, der Fokus. Aha, ach so, lol. Das sehe ich ja jetzt erst, wie krass groß der Focus Tree ist. Der. Hier, Dings, wisst ihr, was ich meine? Forschungsbaum. Der geht deutlich weiter runter. Das Spiel will mir irgendwas sagen, glaube ich. Das Spiel will mir irgendwas sagen. So, wir müssen auf alle Fälle auch mal ein bisschen Aluminium mit erforschen. Haben wir ja gesehen, haben wir auch ein bisschen Bedarf. Wobei, wie gesagt, an sich alles entspannt. Wir können da noch super easy wechseln. 32 Gummi fehlen noch. Flugzeugproduktion liegt bei 2 pro Tag. Das ist sehr wenig. Trotz allem. Das ist trotz allem nicht genug für meinen Geschmack. Aber dann haben wir jetzt hier die M2 Carbon. Ne? Allein die Unterschiede, wenn man sich das mal kurz anschaut. Zwischen der Thompson und der Carbon haben wir schon mal. Defense ist deutlich besser, Breakthrough ist besser, Soft Attack ist deutlich besser, Hard Attack, ne? Piercing. Reliability ist niedriger, aber man kann nicht alles haben. Kostet natürlich auch ein bisschen höher. Und natürlich hier die Advanced Machine Gun und extra Machine Guns für Panzer. Natürlich dann auch nochmal besser. Das sind ja quasi noch wie hier natürlich Anti-Tank-Waffen. Sind natürlich auch wichtig für Panzer. Ne? Das sind dann hier so die. Der Unterschied, wenn man hier eine 1er oder eine 6er Kanone hat. Ne? Deutlich mehr Soft Attack, deutlich mehr Hard Attack, deutlich mehr Piercing und solche Geschichten. Was haben wir hier? Medium-Kanone. Die ist hier gar nicht dabei. Interessanterweise. Heavy-Kanone haben wir noch, ne? Auch hier wieder deutliche Unterschiede zu sehen, was die Werte angeht. Piercing, der dreimal so hoch, mehr ist dreimal so hoch. Ja. Zusätzlich natürlich dazu kommen dann noch diese ganzen kleinen Mitteldinger, die da auch nochmal die Werte erhöhen. Das war jetzt noch nicht mal mit drauf gerechnet. Das macht dann so eine Panzerdivision natürlich nochmal deutlich stärker. Okay, was wir jetzt auch noch brauchen natürlich sind... Plus ihr Support. Ich lasse das hier auch, wie es vorgegeben ist. Machen wir jetzt hier nichts Außergewöhnliches. Wichtiger sind natürlich trotzdem mehr Jäger. Und die Gummiproduktion wird dann hier, denke ich mal, jetzt dann auch relativ schnell dann anlaufen. Können wir... Ja. Machen wir nochmal Warbonds. Besser wird's nicht. Besser wird's leider nicht. Aber jetzt, das ist der nächste Punkt, jetzt bauen wir nämlich Floating Harbors. Bis zum 3. April.
Und dann werden wir die Naval Invasion überschreiben. Und, werden dann mit einem mobilen Hafen die Naval Invasion machen. Das sorgt ja dann nämlich dafür, ne? Ihr wisst es. Dass wir, glaube ich, einen Monat lang Versorgung bekommen, ohne. Dass wir selber einen Hafen halten. So, jetzt hat. Next try. Natürlich, Vorbereitungszeit ist wieder gleich. Müssen wir neu machen. 30 Tage hier an der Stelle. 10 weitere Divisionen nehmen den Dienst auf. Aber das ist hier alles irrelevant erstmal. Ihr dürft gerne. Oder wo seid ihr denn eigentlich alle stationiert? Ja, sind aber nicht irgendwelche. Ne, okay, dann trainiert ihr mal ein bisschen, bis ihr fertig seid. Die trainieren auch schon den ganzen Tag. Weil ihr, ach, trainiert einfach. Scheiß drauf, trainiert einfach. Ihr haltet da unten die Stellung. Weil ich immer überlegen bin, ob ich ein paar extra Truppen. Ob ich ein paar extra Truppen damit hinschicke. Für die Naval Invasion. Dauert dann natürlich noch doppelt so lange. Aber könnte es am Ende wert sein. So, nochmal 10% War Support. Sind wir bei 70. Nö. Warum habe ich nicht genug Trucks eigentlich? Wann haben wir den Bau von Trucks eingestellt? Ah, doch. Ah, okay, doch. Passt schon. Logischerweise durch die. Ja, ich weiß schon warum. Alles gut. Ihr ignoriert mich. Nebenbei pushen wir jetzt ein bisschen unsere Schiffchen. Außer hat Eritrea den Krieg erklärt. Außer ist aber wirklich machthungrig da unten, ne? Alter, wie sieht drüber. Ja, Eritrea ist den Alliierten beigetreten, hat sich aber auch direkt erledigt. Außer ist daraufhin jetzt Kommentaren beigetreten. Damit ziehen die jetzt Afrika auch noch mit komplett unten rein. Und Frankreich ist hier mit dabei, jetzt auch Brasilien zu finishen. Das Problem ist, wenn die Brasilien platt machen, dann bin ich ein bisschen isoliert. Warum das so teuer ist, verstehe ich nicht. Blödsinn. Skip. Einmal back. Forschungsgeschwindigkeit. Das habe ich komplett vergessen. Forschungsgeschwindigkeit ist immer wichtig. Außer ist den Sowjets als Feind beigetreten. Ja, ja. Tut euch keinen Zwang an. Forschungsgeschwindigkeit juckt nicht. Machen wir mal das. Ace Effectiveness ist auch immer eine nette Sache, natürlich. Dann brauchen wir auch mal Berater, ne? Haben wir auch noch gar nichts soweit. Und erforschen jetzt die 1938er Schiffe. Es gibt halt so unfassbar viel zu erforschen. Es ist echt schlimm. Excavations. Immer noch 36 Gummi. Baue ich nicht? Doch, ich baue. Das dauert ewig. Wie viele Punkte brauchen wir denn dafür? 14,5. Hm. Ja. 14,5 ist natürlich eine andere Hausnummer, ne? Trotz allem gibt uns jetzt jede 5. 5 extra Gummi. Und wie gesagt, Treibstoffprobleme werden wir niemals haben, weil wir haben 2000 Öl. Und 2000 Öl ist eine Sache, das hat keine andere Nation auf Erden. Und wenn jemand sagt doch, dann lügt er. Dann ist das eine gottverdammte Lüge. Ja, das, wie gesagt, das juckt mich alles nicht. Das können wir alles skippen, echt. Weil das können wir vielleicht bauen, dass wir synthetische Raffinerien, mehr synthetische Raffinerien bauen können. Falls wir das wollen würden. Und mit jeder neuen erhöht sich dann auch nämlich jetzt die Anzahl dessen, was wir bauen können. So, jetzt schauen wir mal, flugzeugtechnisch. Da ist ja der Flughafen. 1, 2. 5 Fighter. Auf Air Superior. Ach, fickt euch.
So, Range passt. Wir halten jetzt auch erstmal hier nur in Panama. Offensive ist jetzt hier nicht notwendig gerade. So, da brauche ich glaube ich nicht mehr Truppen, weil wir die Japaner mehr oder weniger auf unserer Seite haben. Die werden hoffentlich die Seeregion kontrollieren. Portugal existiert nicht mehr, aber schön, dass wir dann einen Aggression Pack mit denen schließen können. Gut, Freunde, dann würde ich an der Stelle sagen, Vorbereitungen nähern sich der heißen Phase, dass wir dann trotzdem irgendwann mal vielleicht gucken, dass man da rüber sticht in feindliche Gebiete. Mal gucken. Euch allen noch erstmal einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.